Hallo, liebes Publikum! Willkommen zurück bei Pikmin 4 mit dem Captain aus der Kantus Economy, dem Failord. Ja, Mann, na Leute, alles Twiggy bei euch. In der letzten Folge haben wir den Entdeckungstag 10 fertig gemacht und jetzt sind wir beim wir sind schon weit, oder? Ne, jetzt sind wir bei Tag 11, ja. Letzte Folge haben wir Tag 10 gemacht. Ach so, nichts gesagt. Wir sind aber wesentlich weiter als Folge 10. Das hier ist jetzt Folge 15, aber diesmal richtig. Ich liebe es, wie die Wissenschaft das Unmögliche möglich macht. Da legen wir mal los, ja. Stirnlampe plus, naja, das brauchen wir noch nicht. Flinkstiefel. Je schneller man läuft, umso mehr lässt sich erkunden. Stimmt's? Die Pikmin werden Mühe haben, damit zu halten. Moment. Klingt eher schlecht. Ja, Moment. Was ist. Ach so. Ja. Marginal schneller, ja. Naja, doch, es ist schon ein bisschen schneller, ja. Aber ich weiß jetzt nicht. Wenn die Pikmin nicht mehr hinterherkommen, klingt das auch ein bisschen doof. Ja, eben. Stirnlampe Plus ist natürlich auch gut. Aber so viel? Nee, da würde ich auch noch nicht investieren. Macht das irgendwie auch nicht aus, ne? Nee, also. Weiß nicht. Brauchen wir hier irgendwas Neues? Ich habe die eine überfällige Steinbombe verbraucht. Vielleicht kaufst du da eine neue. Ja, nehmen wir da vorsichtshalber. Achso, ja, da steht immer schon eine drin. Okay, jetzt haben wir wieder zwei. Aber ich würde auch sagen, wir nehmen mal zwei Sensorbomben mit. Eisbomben haben wir noch zwei. Wie viele Knusperknochen haben wir, nachdem ich alle weggeschmissen habe? Drei haben wir noch. Naja, das reicht ja. Wir kriegen jedes Mal einen dazu, wenn Ocean irgendwas Neues lernt. Apropos! Ja, stimmt. Wir haben ja jetzt eigentlich genug, um einen Punkt oder so höher zu gehen. Ja. Dann sollten wir das doch tun. Ich glaube, da müssten wir jetzt... Ich habe euch beim Training zugesehen... Trainieren zugesehen, was mich einer neuen Trainingseinheit inspiriert hat. Ich denke, dass die Ocean beim Pflücken von Pikmin-Keimen helfen kann. Oh, wenn er die Fertigkeit pflücken lernt, na endlich. Außerdem habe ich noch ein Training hinzugefügt, in dem Ocean lernen kann, schneller als je zuvor zu graben. Schneller als je zuvor. Doch, eine Grabung schneller. Pflücken 1. Okay, Pflücken 3 ist er halt genauso schnell wie der Captain. Sonst ist er ein Stück langsamer. Naja, aber momentan pflücken wir auch noch nicht so viel. Das ist wahr. Also Auftrag, wir sind ja gerade mal bei Auftrag 1 gewesen. Ja, ja. Auftrag 2 war, den Partner zu rufen, zur Basis zurückzuschicken, sowie die Zielfunktion der Karte zu verwenden. Ja, ich würde sagen, da machen wir weiter. Verlierst du Pikmin aus den Augen oder benötigst mehr, kannst du Ocean auftragen, sie einzusammeln. Genau das war ja das, was wir gerne haben wollten. Ja, guck mal erstmal nochmal bitte, was Heilen 1 macht. Die Fertigkeit verbessert Oceans Selbstheilungskräfte. Ist er verletzt und ruht sich aus, erholt er sich schneller. Okay, dann also, mach Auftrag 2. Okay. Wollte gerade fragen, willst du jetzt wegen dem, was passiert ist, vielleicht, dass Ocean sich selbst heilt? Ach, das ist okay, der kann das ab. Und da haben wir einen Knusperknochen. Knusperknochen, wo bist du denn, Herr Jochen? So weit, so gut. Gib weiterhin alles bei deiner Arbeit. Wir haben irgendwas abgeschlossen noch. Ja, hier hinten war ein Kollege, der. Ist das nicht der neue? Wollte. Ah ja, die neue. Die Petunia. Petunia. Rettungscrew, muss denn jemand gerettet werden? Forschungscrew, muss jemand geforscht werden? Ich habe niemanden gesehen. Ich bin was? Eine Gestrandete? Ich war so in die hiesige Flora vertieft, dass ich das eventuell nicht mitbekommen habe. Ja, ich war ja nur ohnmächtig irgendwo in dem Tunnel, wo gar keine Flora gewachsen ist. Olimas Notizen zufolge kann eine sogenannte Zwiebel mit Zwiebeln anderer Farben verschmelzen. Das sieht jedes Mal anders aus. Das ist echt wirklich fantastisch. Bitte unterstütze meine Forschung und lasse es mich wissen, wenn du Zwiebeln miteinander verschmelzen lässt. Hab ich. Du hast die Zwiebel bereits mit anderer verschmelzen lassen? Wow. Bob, hier, gegraben, die habe ich mir in der Tasche. Die teile ich nicht mit anderen. Was ist das für ein Schwachsinn? Hier, nimm die Klumpen, die ich in den... Wenn mir ein egoistischer Kommentar gestattet sei, ich hätte die Klumpen schon vorher teilen sollen mit einem. Ich hätte die Zwiebel gern auch vor dem Verschmelzen untersucht. So, dann wärst du mal früher hier gewesen, Bitch. Das geht doch gar nicht anders. Ja, eben. Ich glaube, ohne die gelbe Zwiebel, ohne die gelbe Zwiebel wären wir vermutlich schon hier gewesen. So. Oh Gott, wir haben. Ah ja, Stotz war der Verschnäuzte. Ja. Der war ja Willi. Und ich passe ja gut, dass meine Nase heute zu ist. Ja. Ja, du hast bereits eine beeindruckende Menge an interessanten Objekten gesammelt. Wirklich bewundernswert. Viel ist es nicht, doch bitte nimm zum Dank dich an. Warum hortet ihr denn alle die verdammten Baumaterialien, die wir denn nicht brauchen? Ich möchte so viele Schätze wie möglich begutachten. Denk immer daran, nichts ist toller als ein neuer entdeckter Schatz.
Alle haben das Material in der Tasche. The fuck ist denn hier los? Die Shepard soll mal hier ihre... Die soll es mal scheppern lassen. Ja, also richtig. Ich scheppere mal voll los. Ja, jetzt wird abgescheppert. Ja, jetzt nur mal richtig abscheppern und in zwar... In der neuen Folge von Big Steel. Ja, hier kannst du fliehen. Ja. Nein, fliehen. Ja, fliehen kannst du hier auch. Fliehen vor dir. Hier ist noch irgendwo ein verstecktes Pigment. Das müssen wir finden, Mann. Ja. Das ist, könnte Wasser sein. Ja, ich ansonsten, weiß doch. Ansonsten beim nächsten Mal, genauso wichtig. Vielleicht beim nächsten Mal oder am Ende dieser Folge gehen wir einfach nochmal in die erste und gucken, wie die Zwiebel jetzt vorliegt. Vielleicht ist ja, sie ja wieder da, auch schon überlegt. Da, wo sie vorher war, dann können wir unseren Plan noch in die Tat umsetzen. Ja, jetzt funktioniert es ja viel, viel leichter. Ja, jetzt, ja. Jetzt können wir ja einfach wirklich 20 Pigment mitnehmen und 30 frieren den See ein. Ja. Also, die Knobzwiebel-Dingens hast du ja nicht, die Knobknolle hast du ja nicht noch mitgenommen, ne? Doch, möchte meinen, dass wir das noch alles geschafft. Nee, wir mussten sie kurz vorher liegen lassen. Ach ja. Ja. Also, das heißt, wir müssten jetzt so 5 Meter... Ja, genau, die müsste direkt bei uns liegen. Dann wird sie wahrscheinlich angeknabbert oder sowas. Und dann kriegen wir nur 5 Pigment dazu, wer weiß. Das wäre... Ich meine, 50 reichen ja auch schon für unseren Plan. Ja, ja eben. Das ist ja das, was ich meinte. Da liegt sie. Ach, ja. Oh ja, oh ja. Jetzt beruhig dich doch mal, Douglas. Ich hab nur dich nachgemacht. Na, ja, deswegen sag ich doch, mein Name ist Douglas. Wusstest du das nicht? Deswegen nenne ich dich mal Dougie. Ja, genau. Was passiert hier? Okay. Wir reden Quatsch, also alles beim Alten. Quatsch. Ocean ist zwar stark, aber scheiße langsam. Ja, vielleicht kann man auch was machen. 139, ach ja, das ist ja, weil Ocean 100 wert ist. Ja. Aber trotzdem, 39 Pigment haben sich an die Zwiebel gebappt. Achtung. Toll. Ob da etwas nicht stimmt, unsere Zwiebel hat die neue Zwiebel absorbiert, aber es passiert nichts weiter. Oh. Die Lebenszeichen lassen darauf schließen, dass sich jetzt 20 Pigment mehr an der Zwiebel befinden. Wenn wir schon eine Zwiebel der gleichen Farbe haben, wird die neue als Nahrung genutzt. Ja. Oh, das war eine zweite gelbe Zwiebel. Oh. Das war keine Knobknolle. Meine Güte, das ist ja hier Metroidvania-Style. Du kannst ja hier von allen Seiten rangehen. Das hat eigentlich nichts mit Metroidvania zu tun. Das ist schon cool, aber ich find's trotzdem kacke, dass es keine Knobknolle war. Ja. Ich wollte 60 Pigment haben. Was willst du? Also wirklich. Also wirklich. Also ich so, hier bist du ja jetzt noch nicht komplett gewesen, oder? Nee, weil da ja dann da aus oben, das, ja. Das da Ding oben waren wir noch nicht. Das Ding aus dem Boden kam. Der war hier wieder ein Vogel? Nee, hier war doch der Frosch. Der Frosch mit den Augen. Nee, der war nicht hier, nee, stimmt. Der war woanders. Hier müsste alles fertig sein, will ich sagen. Das also da ist noch so der Elektrozaun. Ja, genau. Elektrozaun. Genau, wir konnten hier hochlaufen. Ja. Dann können wir doch eigentlich da den Elektrozaun wegmachen. Ja, dann mach doch den Elektrozaun weg. Ja, ist doch alles easy, wenn wir hier hochlaufen können. Ja, nicht wahr? Aber mach doch mal. Ah ja. Und dann hol auch schon mal die anderen Baumaterialien. Wo? Da gerade eben. Da, so links jetzt. Ja. Wir wollten ja erst mal gucken, wo die Pigmen langlatschen. Ja, die werden schon ihren Weg finden. Ich kenne die doch. So, Ocean, du bleibst für mich. Ey! Was sind die denn für Faulenzer? Naja, ich meine, das sind bloß Knospen und Blätter. Keine Blüten, du weißt schon. Das ist jetzt nicht gerade die Elite der Arbeiterklasse. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon rassistisch war, oder? Was hatte das mit Rassismus zu tun? Nee, das ist ja eher Klassismus. Ja. Dankeschön. Oh, da oben ist noch eine weitere, die kleinere wahrscheinlich. Ja. Die Tochter und dann... Tochtrotschka. Bam. Wie einfach quasi explodiert ist. Oh. Ja. Ich hab damit Pucci kurzzeitig getiltet. So, dann haben wir noch den Dungeon, der uns wahrscheinlich nach drüben führt. Ja. Und vielleicht hat der Blaue. Die Hoffnung muss man aufgegeben, Blaue zu finden. Aber wer weiß. Oh, sei doch nicht so. Naja, oh, aber... Oh, du kleiner Schmollmond. Schwein gehabt? Schwein in Main eingießen. Nintendo Kühlis. Okay, so. Ja. Moment, das sind 6? Ja. Wo sind denn noch faule Vielleicht Pigment? Holen die gerade die Dings noch, die übrigen.
Naja, die Dinger halt. Wie hießen sie denn? Steine. Da sind noch welche im Boden, wie es aussieht. Oder was ist der Haufen, der da hockt? Achso, die sind gerade zurückgekommen. Das ja. Also ja, Hammer. Ja, los jetzt. Wo gehen wir denn hin? Wie schreibt man das? Mit Buchstaben. In der Regel kannst du einen Stift nehmen. Ah, auf Papier kannst du auch direkt auf den Tisch schreiben. Wenn du keinen Tisch hast, schreib auf den Boden. Musst du aufpassen, nicht alles schreibt so gut auf dem Fußboden wie auf einem Tisch oder einem Blatt Papier. Das muss man dazu sagen. Verborgener Innenhof. In der Natur finden wir Beispiele für Mimikry, bei denen potenzieller Beute sich... Sicherheit vorgegaukelt wird. Ah, nie hätte ich gedacht, das dies aus erster Hand zu erleben. Doch nun weiß ich, dass Gefahr sogar in Dingen lauern kann, die weich und harmlos wirken. Olimar. Zum Beispiel Blumen. Ja, nee, da wird entweder... Okay, gelbe und Eis von mir aus. Da wird entweder halt wieder so ein Vogel unter der Erde sein. Oder... Das könnte vielleicht der Endboss aus dem ersten Teil sein. Den haben sie im zweiten Teil ja auch öfter in diesen Dungeons neu wiedergebracht. Lord Knolle oder wie er hieß. Ja, genau. Und den mag ich nicht. Knollrig. Den mag ich nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Der sieht ein bisschen aus wie Gabe Newell. Ist doch egal, wie der aussieht. Das ist doch nicht das Problem. Naja, es ging mir auch nicht darum zu sagen, dass das das Problem ist. Ich wollte nur sagen, dass er für mich aussieht wie Gabe Newell. Ja, okay. Das ging gerade darum, dass ich ihn nicht mag. Oh, das Wasser war blau! Das sind blaue Pikmin! Ruhig dich, Dagi. Nein, wir haben ewig gewartet und da sind sie. Guck, wie sie sich verprügeln. Die blaue Gefahr schlägt wieder zu. Ja, macht sie fertig. Blau. Wir brauchen 20. In der linken Ecke Team Blau und in der rechten Ecke Team Blatt. Wer wird gewinnen? Es ist Team Blau. Sieht scheiße aus für Team Blau. Ich weiß nicht, wie wir die da rausholen sollen. Naja, nein, Putin. Ja. Mach Angriff mit Putin. Los, Krieg. Ja. Mach die Hunde des Krieges wieder losgelassen. Oh. Guck dir das den Hintern an. Währenddessen die beiden Gelben, die jetzt einfach so. Ja. Solche Pikmin haben wir noch nie zuvor gesehen. Ja, da reib's ruhig rein, Colin, danke. Ob Olimar schon einmal auf dieses Pikmin-Art gestoßen ist? Nein, das glaube ich nicht. Hast du dir nicht das komplette Dingens angeguckt? Nein, blaue der macht Pikmin. Der Scheiß in seinem Job. Blaue Pikmin haben mundförmige Kiemen, die eine Fortbewegung unter Wasser ermöglichen. Da dieses Pikmin Wasser nichts ausmacht und sie sogar schwimmen können, sind Wasserflächen jetzt für den Transport von Objekten kein Hindernis mehr für mich. Denn wir haben 5. Jetzt können wir Dinge auch durch Wasser transportieren. Sucht also die Gewässer gründlich ab und verlasse mich auf euch, Phelan und Putin. Ocean. Pedochen. Ja, die beiden wollen halt noch nicht. Achso, ja, jetzt kann ich einfach die drei, die ich habe. Jesus Christ, hatte ich gerade Schiss. Nee, jetzt kannst du alle. Naja, die gehören doch nicht zu uns. Erst wenn nee, aber ich meine, du kannst alle auf das Ding, was am Land rumzappelt. Ah ja, okay, ja, das hätte Sinn ergeben, ja. Das stimmt. Tja, naja, wir brauchen nicht mehr viele. Wir brauchen nur noch 15. Aber wer weiß, wie tief der Dungeon ist. Ja, aber sonst haben wir, glaube ich, nicht 20 aus einem Dungeon rausbekommen. Nee, aber wir können ja nochmal reingehen und immer wieder 5 holen. Das stimmt. Das können wir theoretisch wirklich machen. Da oben ist der Ausgang. Ich denke mal, wir werden hier... Oh, da ist schon der Ausgang. Da sind nochmal welche! Nee, da geht's weiter runter, meine ich. Da sind nochmal 30 mindestens. 3 Stück. Ja, 30 mindestens. 30? Nein, 3. Hör mir doch zu. Du hast 30 gesagt. Ich hab nie im Leben 30 gesagt. Warum sollte ich 30 sagen? Ich hab nie gesagt, du sollst keinen fahren lassen. Was? 5 sind es sogar insgesamt. 5. Nein! Ja, jetzt mit dem rechten Stick die ganze Truppe delegieren. Das wär's. Uiuiui. Ja, nee. Ja, das wär's theoretisch, aber alle entlassen außer... Nein. Naja, doch. Alle entlassen außer Pucci. Ja. Warum sollte ich die Gelben mitnehmen? Naja. Zu sehen, wie sie zappeln. Jetzt haben wir schon 10 Failen. 10! Ja. Du bist nicht Failen, du bist Failord. Faily, wollte ich sagen. Und. Oh, und hier guck dir die Quietschiente. Oh Gott, Papierblatt, Action. Schnell, schreib auf sie drauf. Schreib auf sie drauf! Warum feile ich die? Oh nein, unsere. Oh Gott, wir dürfen sie nicht verlieren. Oh Gott!
Ja, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Hallo, Murat. Hallo, Murat. Oh, endlich Team Blau. Ja, guck mal hier. Wow, wow. Der irre Hund. Ich kann auch eigentlich Pucci die platt machen lassen. Nein, kommt her, bleibt hier. Ich glaube, du brauchst eh alle Zehen, um die Ente zu tragen. Ja, eben. Aber ich will halt sicher gehen, dass hier halt die Gegner nicht mehr sind. Ja. Oh, jetzt ist ja eine Blau abgehauen. Oh. Dann lass sie abhauen. Nimm alle mit, ja, geh zurück, ja, schmeiß dir die Dinger hoch und dann ist gut. Du bist viel produktiver, wenn du nicht spielst. Ja, ich weiß, weil ich nicht von irgendwelchen 5000 Tasten verwirrt werde. So, Leute, kommt mal mit. Kann man nicht sogar... Weg mit euch! Kann man mich was? So, ich hätte jetzt mehr mitgenommen. Müssen wir nicht eh durchs Wasser? War da nicht so? Nein, ich hätte jetzt da an der Stelle die hochgeschmissen. Aber ja, du kannst auch... Beziehungsweise hättest du ja doch trotzdem hier durch. Ah ja, mit Pochi, stimmt. Pochi, ja. Ocean. Naja, Hauptsache Angriff. Das Wichtige ist... Alle 10 behalten. Ja. Wir dürfen nicht einen verlieren. Nee. Wenn wir auch nur einen verlieren... Müssen wir hier sowieso nochmal rein. Ja. Eventuell. Je nachdem, wie tief der Dungeon auch ist und alles. So, quietsche Entchen nur mit euch. Gut, vielleicht hätte Pochi auch... Ja, ich lass das... ...die Ente ziehen können. Ja. Das war jetzt gar nicht so wichtig, dass die Blauen das machen. Ach, ja. Ocean. Ach, Ocean. Ach, Ocean. Ach, Manu. Oh, er hat's geschafft, Gott sei Dank. Ach, unser betrüppelter Hund das wieder. Das ist schon ein süßer kleiner Trottel. Ja. Normal rasiert beim Vorbeigehen. Oh, Entschuldigung. So ein richtiger alter, wie hießen sie, Lawrence und Hardy Sketch. Oh, Mann. Yeah. Kleine Ente, nur mit dir. Kleine Ente, rate ich dir. Kleine Ente, ess ich fein. Tasche, pass bloß auf! Das ist die... Das muss eine Matschkreatur sein. Das ist das Ding aus einer anderen Dimension. Das ist ein laufendes Ei. Das ist das, was dabei rauskommt, wenn ein Ei mutiert. Wenn es schon halb geboren ist. Ja. Das ist, wenn du die Geburt abbrichst. Uiuiui. Oh, hier ist so ein Ding zum Rausziehen. Da oben liegt noch irgendwas Cooles. Cool, cool, cool. Oh ja, Farbe. Blau. Natürlich. Man passend. Muss es noch reinreiben. Natürlich. Können wir den Besen oder was das hier ist, den Kelcher mitnehmen? Leviosa. Nee, den können wir auf jeden Fall nicht. Ja. Das ist hier Zen Garden, wa? Ja, das könnte gut sein. Unter Tage, aber Zen. Zen 2. Da, ja, und, it's ja, a party. Schlumpfenparty. Ja, genau. Ja. Ah, bei welchem Song haben wir doch mal überlegt, ob es Schlumpfen ist? Pump up the jam. Ach ja, genau. Ich hab vergessen, ich wollte eigentlich gucken, ich wollte die ganze Woche lang durchgucken, ich wollte alle durchhören, alle Schlumpfenparty. Ich hab's voll vergessen. Ja. Wenn ihr wisst, ob es den Song Pump up the jam in der Schlumpfen-Version gibt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Und sagt uns, wie der Text geht. Ja. Und schickt uns einen Link. Ja. Ja, die sollten wir... Nee, wir sollten vielleicht noch die Blätter mit nach Hause... Ja. Die Blätter mit nach Hause nehmen. Aber wir hatten, glaube ich, eine sehr gute Schlumpfen-Version irgendwie so... uns selbst zusammen gedichtet in dem Moment. Ich glaube, ja, aber... Weiß aber ich komme nicht mehr drauf. Ja. So, weiter geht's. Und jetzt wissen wir auch, wie viel Prozent wir von dem Dungeon wir schon geschafft haben. Wenn jetzt wieder 4 Ebenen sind, potenziell für mehr Blaue. Ja, 4 Ebenen. Jawohl. Wir kriegen mindestens 20 Blaue voll.
Sollte gut laufen. Und dann einfach in der Base behalten. Ja, einfach nichts mitmachen. Einfach. Es sei denn, wir kommen sonst nicht weiter. Naja, aber. Dann auch nicht. Dann wir auch. Gehen einfach raus, wenn wir 20 haben. Ja, genau. Dann gehen wir ins Stadtgebiet, holen das und gehen wieder raus. Oh, ins Stadtgebiet? Ins Stadtgebiet. Da ist immer was ich los. Ich bin doch ein Dorfjunge. Ja, Dorfjunge geht in die Stadt. So Dorf, fängt jeder Dorf, gute Porno Dorf. An. Ey, ist irgendwann gestrandet. Was für ein Porno? Was laberst du? Ja, Dorfjunge geht in die Stadt. So fängt ein Porno an. Bestimmt. Kannst mir nicht erzählen, dass das nicht passiert ist. Ja, nee. Die fangen doch meistens so an. Achso, nee, das ist eher Hentai. So. Junge wohnt irgendwie mit seiner Mutter und seinen drei Schwestern zusammen, aber die sind ja gar nicht verwandt, sondern er wohnt nur da. Niemand ist da verwandt. Ja, genau. Das ist ja, wie es meistens die läuft. Absolute Patchwork-Family. Die einfach eines Tages zusammengefunden. Hier steht das Haus. Ja, das muss doch einfach da drinnen wohnen. Oh nein, schnell, du musst helfen. Ich weiß nicht mal bei wem, aber... Na, gerade hatten einige von den Pikmin halt so ein bisschen Wasser. Ah, verstehe. Sind mit dem Wasser in Berührung gekommen. Wasser in die Augen bekommen. Ja, das ist das Schlimmste, wenn du gerade im... Wenn, das ist das, was ich im Freibad nie verstanden habe. Wenn Leute so rumspielen, irgendwie so mit Wasser sich hin und her spritzen und dann... Oh nein, spritz mir nicht Wasser ins Gesicht, ich bin doch noch trocken. So nach dem Motto. Schon die ganze Zeit im Wasser am Schwimmen, aber das Wasser ins Gesicht bekommen ist richtig schlimm. Ih, Spinne! Oh, jetzt ist er weg. Keine Sorge. Es ist unter der Glocke der Freiheit. Bong! Voll abgespinnt. Das war's mit dem Moment. Mit dem Spinnspinnerich. Spinnspeckerich, Spinnspeckerich. So hieß er. Und weißt du noch, wo er war und wann das war? Ja, er war irgendwann im sengenden Sand. Von 5 bis 18 Uhr im sengenden Sand. So war es also. Krieg ich nicht mehr aus dem Schinken. Nee, das kriegst du ja nicht mehr aus dem Schinken. Aus dem Schinken, jep, jep. Mit einem Großschwein. Alle wollen Schweine sein. Oh. Oi. Was ist mit dem Großschwein? Ein Schwein ist großes. Danke. Bitte. Ich hab das Wort einfach so nur dort bisher ge... Willst du mich verarschen? Hast du uns gerade den Juwel geklaut? Ja, nicht den Juwel. Die wollte, glaube ich, gerade explodieren. Die wollte was? Ich glaube, die Spinne wollte gerade explodieren. Kiwi! Das ist gar kein Vogel. Da durch mit. Das ist kein Vogel. Da durch mit. Das ist eine Legende. Der Herbe Rock. Ah! Nice. Nice, lieb. Der quatscht schon wieder. Ah. Wenigstens sind es jetzt keine Bomben, die einem auf den Kopf fallen. Noch nicht. Beschwör's nicht. Wir haben noch 2 Etagen. Das stimmt. Gott, wir haben noch 2 Etagen. Aber hier haben wir schon jemanden, den wir retten können, was auch interessant ist. Ja. Da ist nochmal so ein Wally-Hop. Im Englischen heißen sie Wally-Walk, aber im Deutschen haben sie so in Wally-Hop umbenannt. Weil das viel mehr Sinn. Yo, hopp mal her. Hop, hop the jam. Hop, hop. Hop it up. Das hat super funktioniert. Da saufen welche ab. Ja, aber die blauen Pikmin werfen sie direkt wieder an Land zurück. Mann, was sind das denn für coole Pikmin? Das können blaue schon immer. Schon immer? Ja. Wow. Das ist nur eine Sache, die einem nie beigebracht wird. Ah, das sind so die kleinen Geheimnisse. Ja, das ist eine Sache, die dir nie beigebracht wird, aber die halt dir gesagt wird, wenn es das erste Mal passiert. Das heißt, wenn du irgendwie einen nicht blauen Pikmin im Wasser versehentlich hast, aber blaue Pikmin dabei hast, kannst du einfach einen blauen hinterherwerfen und der schmeißt das Pikmin dann so wie Olimar... aus dem Wasser. Das ist ja verrückt. Das ist ja ganz schön. Da ist noch Glibber in dem Pflanzending. Wobei, super, noch Glibber. Und da ist noch der kleine Hank. Ja, aber bisher haben wir den Glibber nicht nochmal gebraucht. Aber haben wir nicht welche, die nur Knospen haben? Also ich bin eigentlich mit allen immer über den... Ich sehe auch nur gerade Putschis Schwanz abwedeln. Nee, da waren ein paar Knospen dabei. Da hast du schon recht. Die haben ja den Glibber jetzt aufgebraucht. Ja. Oh. Einfach so hier, einfach gelbe. Ah, da ist noch eine Hanafuda-Karte. Ah. Eine alte Nintendo-Karte, wie ich so schön sage. Ja, dann fahren wir hier einfach den Stock aus und dann packen wir da einen Tigerkopf oben drauf und dann geht das. Aber dann können wir wahrscheinlich nicht hochwerfen. So fängt auch ein Porno an. Was guckst du für Tiger-Pornos? Oh, ich gucke ja keine Pornos. Ja. Das sagen sie alle. Nachher sind sie doch schwanger. Mach die Spinne kaputt. Und dann die andere.
Ah, das ist so ein elektrischer Hund. Nee, eine Elektrospinne. Also die macht so einen elektrischen Impuls. Ach, die hat den Ding auch noch dabei. Deswegen dachte ich ja, die explodiert eventuell. Ah. Ja, genau. Ihr dürft tragen, ihr dürft kämpfen. Das ist eine gute Aufteilung. Hier springt. Hier ist doch bestimmt gleich noch eine Spinne, die. Ja, dann müssen wir die auch holen. Nee, ist nicht. Und Pucci einfach direkt so. Nee, da mache ich ihn nicht mit. Direkt weggegangen. Ja, hab ich keinen Bock auf den Mist hier. Ein guter Hund. Der Beste. Das ist unser bester Pucci, der nicht Pucci heißt. Den wir bisher irgendwo in dem Spiel hatten. Ocean, guter Hund. Ah. Dann können wir ja schon mal zum Ausgang hatten gehen. Hatten wir jemals in irgendeinem anderen Spiel schon mal einen Hund? Ja. Pucci in Yoshi. Ach so, ja. Mal sehen, ob die Visitenkarte uns weiterhilft. Oh, wisst ihr, wer das ist? Arzt? Spanell von der Rettungscrew. Wow. Jawohl. Ein Arzt, der ungewöhnliche Fälle liebt und bei der Behandlung nur zu gern mit neuen Medikamenten experimentiert. Alles, was du willst. Deine Erfolgsquote liegt bei ungefähr 30%. Sehr gut. Wir haben einen weiteren unserer Kollegen gefunden. Spanell, ein talentierter Arzt mit einem großen Wissensschatz. Wir brauchen ihn, um Kranke und Verletzte zu behandeln. Damit. Vielleicht hat er sogar eine Idee, wie man den Gestrandeten helfen kann, die in Laublinge verwandelt wurden. Jetzt fehlt nur noch ein Mitglied der Rettungscrew, nämlich unser Pilot. Suchen wir also weiter. Du hast den Spanell gefunden. Wie sexy gerade die Eispigmen da gelegen haben, so an der Seite. So. Hey. Ja, ja, ja. Du hast unseren Arzt gerettet, Spanell. Du hast unseren Arzt gerettet, Spanell. Spanelzeit. Sobald er aufwacht, sollte er den Laubling untersuchen. Es könnte sich schließlich um unseren Piloten Bernard handeln. Bernard. Nein, danke. Bernard. So, wir haben. Ja, hier ist alles erledigt. So, sehr gut. Und dann geht's auf zum sengenden Sand. Von 5 bis 18 Uhr im sengenden Sand. Auf geht's, eine Etage tiefer. Abwärts, wie man so schön sagt. Und ihr seht nicht Yoshis Woolly World. Gott sei Dank nicht. Seid froh. Schreibt in die Kommentare, wie sehr ihr euch darüber freut, gerade nicht Yoshis Woolly World zu sehen. Wir sind kurz davor, die nächste Schwelle zu erreichen. Weißt du, was ich interessant finde? Ja. Ich weiß nicht. Ich sagte ja. Ja, was denn? Wir hatten uns irgendwann mal offenbar über Kirby-Spiele unterhalten oder sonst was. Auf jeden Fall ist mir letztens eine. Das geht direkt zum Höhleneingang raus. Was? Ich habe leider nicht aufgepasst. Ich auch nicht, aber erzähl weiter. Ich weiß nicht, ich habe irgendeine Szene gesehen, wo wir uns unterhalten haben, von irgendeiner alten Folge von irgendwas. Ja. Keine Ahnung genau, was es war. Und da haben wir uns irgendwie über Spiele, die wir gespielt haben, unterhalten, wo du dann noch meintest irgendwie, ja, du fandest jetzt irgendwie Return to Dreamland von Kirby irgendwie spannender als Epic Yarn. Habe ich das gesagt? Ja. Bin ja irrsinnig. Und ich fand das so lustig, weil du einfach gesagt hast, ich weiß nichts mehr von dem Spiel. Und ja, das, naja, wird so seine Gründe gehabt haben. Aber du hattest dann auch noch gesagt, weil man halt in Epic Jahren halt nicht sterben kann. Ja, okay, gut. Da die Stakes halt einfach so ein bisschen. Ja, aber. Alles sehr einfach ist. Ja. Du fandest es halt einfach anspruchsvoller. Das schon, ja. Das schon. Oh, ey. Achtung, Wasser. Ich hab's gemerkt. Danke. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was das überhaupt sein soll. Was kloppen die jetzt kaputt? Ein Wassergeysir. Ja, das ist mir klar, aber ich meine. Ja? Was? Was genau kloppen die da? Machen die, verstopfen die durch die Bruchteile das Loch? Oder müsst ihr nicht mehr Wasser rausschießen? Oder nehmen sie durch die. Mehr Wasser. Dadurch, dass das jetzt nicht mehr so gebündelt ist in der Mitte von dem Ding, den Druck raus und deswegen kann das nur noch. Ich kann es dir nicht genau sagen, tatsächlich. Also, das ist das, was übrig bleibt. Ja, dann werden sie es wohl verstopfen. Irgendwie so, ja. Oder was macht das Vieh? Wir werden es hoffentlich nie erfahren. Es wird einfach sterben. Das komische Eifi. Eifi. Eifi Hardcore.
Ivy Hardcore. Yeah, da oben. Yeah, yeah, yeah. Die geheiligte Kiwi. Das ist die andere Hälfte. Das ist die goldene. Oh. Eine grüne Kiwi. Die liegt schon ein bisschen. So. Ist das echt so? Weiß ich doch nicht. Das Blatt liegt auf jeden Fall schon ein bisschen. Ja, das auf jeden Fall. Das sieht schon. Da sind noch welche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So ein richtiger Hinterhalt. Ja. Aber der Cursor ging auch einfach nicht auf die anderen Pikmin. Ich weiß nicht, ob ich welche verloren habe. 63, vermutlich. Naja, ein paar sind auch gerade schon beim Rumtragen. Ja, aber 63 heißt ja nicht, sind doch die, die ich gesamt im Feld habe, rechts. Naja, wir werden sehen, was passiert. Momentan sehe ich nur... Eine gelbe Zwiebel. Wie viele gelbe Zwiebeln sollen wir denn gebrauchen können, bitte? Wir wollen die anderen, die farblosen, die nach nichts schmecken. Ja. Da ist irgendwas Großes. Wo? Na, da. Ach so, ja, da. Das ist eine Maracuja? Möglich. Oder eine große Orange und die lässt sich gerade schön vom BD den Hintern sauber machen. Oh, das muss ein Traum sein. Gut, wir haben die Knobknolle. Okay, das war diesmal eine Knobknolle. Er hat noch erkundet. Oh, was? Echt? Gut, wir haben die Knobknolle. Sicher? Scheint mir nicht so der Fall zu sein. Weil wir also da, ich meine, wir haben ja da gerade doch noch das Dingens gesehen. Das Radar bimselt auch. Ich glaube, das Spiel war gerade ein bisschen verwirrt, habe ich den Eindruck. Na gut, ich hoffe, ihr seid morgen nicht verwirrt, wenn ihr wieder einschaltet und wenn es wieder heißt, Pikmin 4. Ja. Ich schmeiße hier noch ein paar gelbe hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann macht der Captain hier weiter und dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar blaue bekommen. Und hoffentlich habe ich noch nicht unsere blauen einfach alle komplett... des Todes zum Tode geschickt. Ja, genau. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss, bis dann. Immer schön Twiggy bleiben. Bleibt Twiggy, weiß ich nicht. Irgendwas sag ich. Ich bin irgendwie voll verwirrt, wie das Spiel gerade. Ja.